Heute gibt es das nächste Gerät hier auf meinem Kanal und zwar ist es der Cruiser One hier auf einem Provari in Chrom. Jetzt dampfen wir erstmal. Und wie ihr schon seht, das Ding dampft wirklich ordentlich. Was gibt es zu dem Gerät zu sagen? Das wird von Felix und Eddie gebaut und vertrieben. Das sind zwei Jungs, die findet ihr auf Facebook und ihr könnt das Gerät auch nur über Facebook kaufen. Es gibt verschiedene Varianten von dem Gerät, die zähle ich euch jetzt mal kurz auf. Es gibt den kleinen, so wie ich ihn habe, 3 ml Tank, einen großen mit 5 ml. Es gibt die Variante leichter Zug, es gibt die Variante schwerer Zug, es gibt warmer Dampf und kalter Dampf. Dann gibt es noch drei Farben, Alu poliert, das ist das hier, Alu blau eloxiert und Alu in orange eloxiert. Da habt ihr also wirklich die quale Wahl und müsst euch den für euch passenden aussuchen. Felix und Eddie, wie gesagt, sind zwei Jungs, die ihr auf Facebook findet. Der Felix ist der, der es erfunden hat und der es auch baut. Der Eddie ist der, der es designt hat und den Vertrieb und das Marketing macht. Die beiden findet ihr auf Facebook am besten über Cruiser. Mit K steht auch oben im Text. So, und jetzt würde ich sagen, schalten wir auch gleich in die Detailansicht. Schnipp! So, jetzt sind wir in der Detailansicht. Das ist der Lieferumfang. Drei Ersatzohrringe, 0,2er Draht und eine kleine Gebrauchsanweisung. Und dazu gibt es noch ein Stückchen Bankschnur. Das packen wir jetzt mal zur Seite. Und so haben wir jetzt den Cruiser hier in groß. Jetzt schrauben wir mal vom Provari runter. Übrigens, der Kon, der gehört nicht dazu, der ist selbst gemacht. So, und hier haben wir jetzt das eigentliche Gerät. Hier ist in das Makralonröhrchen eingefräst Cruiser One. Ist auch ein sehr schönes Detail. Der Drip-Tipp hier passt auch vom Design mit den Rillen sehr schön zu diesem Rillendesign. Und jetzt machen wir mal die obere Kappe runter, dass wir mal reinschauen können. So, jetzt muss ich mal kurz scharf stellen. Jetzt erkennt man, sage ich mal, nichts, was man nicht schon kennt. Also es sind zwei Sockel mit Kreuzschlitzschrauben, wo der Draht dran geklemmt wird. Man erkennt die Wicklung und man kennt auch die Löcher, wo die Dochte in den Tank runtergeführt werden. Ich zeige euch mal, wie so eine Wicklung aussieht. Da habe ich mal vorbereitet. Mal scharf stellen. So. Das heißt, der Docht kommt hier an, wird hier einmal eine Schlaufe gelegt und geht hier weiter und da wird der Draht rumgewickelt. Und diese beiden Enden hier hängen dann runter in den Tank. Das heißt, ich habe einen Docht, durchgehenden Docht. Der Effekt ist, dass es wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich hatte überhaupt noch nie Nachflussprobleme oder Kokeln. Das gibt es bei dem Gerät bis jetzt überhaupt nicht. Der Cruiser wird auch gewickelt geliefert. Da muss ich sagen, aber mir persönlich hat die Wicklung überhaupt nicht gepasst. Erstens war sie mir zu hochohmig, die hatte fast 3 Ohm. Und die mitgelieferte Bankschnur finde ich persönlich ziemlich furchtbar, weil die unheimlich rausschmeckt. Das heißt, wenn man dran zieht, schmeckt man nur Bankschnur. Abflammen kann man sie auch nicht so richtig, weil es verträgt sie nicht. Also ich habe dann nach einer Viertelstunde die Werkswicklung sozusagen runtergeschmissen und meine eigene Wicklung drauf gemacht. Ich habe ganz normalen 2 mm GG-Docht genommen und 0,16er Kanthal. Und damit war ich dann sehr, sehr zufrieden. So, jetzt zeigen wir es mal. Ein weiteres kleines Problem gibt es noch bei dem Gerät. Die O-Ringe rutschen beim Draufpressen ab und zu mal aus der Nut raus. Ja, jetzt erkennt man es. Weiß nicht, sieht man es hier, wie der O-Ring hier so nach oben weggeht. Da muss man also beim Zumachen ein bisschen vorsichtig sein, dass man den O-Ring nicht aus der Nut drückt. Jetzt geht es da schon wieder los, also man muss so ein bisschen... Ne. So, jetzt ist er drin. Also da muss man einfach beim Zusammenbauen ein bisschen mit Gefühl arbeiten, dass die Ringe hier nicht aus der Nut rutschen. Das war es auch schon alles in der Detailansicht und wir schalten wieder rüber in die Großansicht. Da sind wir wieder, mein Fazit. Ein wirklich schönes Gerät, ein gut funktionierendes Gerät, ein gut dampfendes Gerät und ein gut schmeckendes Gerät. Das ist so ein bisschen meine Alltagsdampfe. Die nehme ich mit ins Büro, weil ich kann mich auf das Ding verlassen. Da kokelt nichts, da sifft nichts, da tropft nichts. Es funktioniert einfach. Ich habe einen relativ großen Tank, einen ordentlichen Akku drunter und der ganze Bürotag ist mit dem Gerät gerettet.
Also von mir ganz klar den Daumen nach oben und ich verabschiede mich dampfenderweise. Und sage Tschüss, euer Kersten.